Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Revelations. Und wir waren jetzt gerade stehen geblieben bei das Bankett des Prinzen. Ja, jetzt mittlerweile Part 2 davon. Beziehungsweise jetzt generell Nummer 23. Und ich sehe gerade irgendwie aus meinem Fenster, da ist irgendwas in der Stelle. Irgendwie, keine Ahnung. Jedenfalls, jetzt für mich mal kurz die letzte Folge von für heute. Denn ich habe jetzt ein wenig aufgenommen von Part 20 bis jetzt. Oder von 23, irgendwie sowas. Cesare, oh Cesare, ein Mann voll viel Vollkommenheit. Dacht wohl, er wäre unsterblich, bis dank Schwerkraft er nach unten zeigt. Ein zorniger und böser Mann der Doge von Venedig. Läuft er vor Wut leicht rötlich an, als ich den Mann erledig. Rodrigo war einst noch nicht Papst, doch stets der Sünd geneigt und kaum dem heiligen Stuhl besetzt, der Sündenzahl noch steigt. Was für ein Spaß! Gottes Lob, ihr Frauen und Kinder, zieht ein ins Himmelreich. Gott euch ehret, mächtige Herrn, ach wie heißet ihr doch gleich. Wir unterhalten uns später. In Forli traf ich eine Frau und liebte sie im Liegen. Sie sprach jetzt Zahl und machte ich Sport, ob mir was ein Vergnügen. Ich glaub es nicht, ich steh und sing, verschwende meine Zeit. Doch ihr, die hier da sitzt und grinst, kein Geschmacke weit und breit. Ich kleide mich als Hofner, spiel Possen hier für die, deren Taten ich verabscheu und durch den Dreckig zieh. Man konnte immer so faszinierende Geschichten. Ayrle Akshamla, ich hoffe, ihr amüsiert euch gut. Keiner kann verstehen, was ich so Tag für Tag erleid. Denn wer für launig Herrn singt, ist schnell dem Tod geweiht. Lalalalala. Ein Minnesang, so hörte ich, lässt Frauenherzen schlagen. Doch kommen bei mir Töne raus, tut's aus der Tür sie jagen. Konstantinie, ich fleh dich an, Byzanz muss weiterleben. Dreht Konstantin im Grab sich um, hätt Stambul nichts zu geben. Also gut, letzter Attentäter. Ich sing auf Italiano, ihr nichts versteht und gar. Doch ich bin gut. Mein Griechisch ist erbärmlich und mein Türkisch grauenhaft. Ein zorniger und böser Mann der Doge von Venedig. Läuft er vor Wut leicht rötlich an. Okay. Sui Katze, Sui Katze! Räumt diesen Hof! Cesare Süleyman, in Deckung! Ich bin erleichtert, euch wiederzusehen. Mio bel menestrello. Habe ich das richtig gesagt? Gut genug. Ich hörte, dass ihr auch Gouverneur seid. Gibt es etwas, das ihr nicht tut? Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Süleyman. Ezio Auditore. Cesare, wurdet ihr verletzt? Wer ist euer Hauptmann, Soldat? Tarik Baletti. Er ist zurzeit unterwegs. Beseitigt die Leiche und schickt die Gäste heim. Und dann ruft Tarik zum Divan. Was ist denn, Cesare? Tarik Baletti ist ein Hauptmann des Janitscharen-Korps. Der Elitetruppe des Sultans. Sie bewachen den Sultan, aber nicht die Familie? Nicht sehr gut, offenbar. Ezio, könnt ihr etwas Zeit erübrigen? Ich würde gerne eure Meinung hören. Das geht, sobald ich diese Kleider los bin. Güzel, kommt, wenn ihr soweit seid. Ja. Und so gut kann man sich eigentlich bei Prinzen und Sultans und Sultaninen einschleimen. Und verdammt, draußen ist das wirklich irgendwie komisch. Na egal. Ich muss mal hier vorzeitig
einen kurzen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Assassin's Creed Revelations. Ich weiß, dieser Part ist etwas kurz geworden, nur 5 Minuten. Verzeiht, ich muss jetzt wirklich los und ja, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß noch heute und bleibt fröhlich und bis zur nächsten Folge, nämlich das nächste Mal bei Part 24. Bis gleich!